Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magic Duels. Wie immer aktuell der Manu dabei. Richtig. Und wir spielen gegen die KI. Oh nein, die tust du ja keine geilen Titten. Aber die hier geht. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich spiele das Planeswalker-Deck wieder. Ich probiere es nochmal. Ja, kann man behalten, oder? Zwei Mana reicht. Ich riech schon dieses, ich zieh kein Mana. Oh, Manu pusht, Alter. Was denn da? Oh, du hast die Fesseln auf der Hand. Ich glaube, im nächsten Zug können wir gleich mal... ihm geben. Oder der Rechte spielt jetzt noch was. Ja, er spielt noch was. Fliegend! Okay, die kann nur fliegende Kreaturen blocken. Haha! Wir schlüpfen drunter durch. Alles klar. So, was spiele ich jetzt? Land oder Insel? Ja, du musst ein Land spielen. Aber ich würde dieses Ding spielen, das sowieso schon getappt ins Spiel kommt. Weil du kannst eh nichts spielen in dem Zug. Und jetzt gib ihm, Alter. Push. Aber der kann das auch angreifen, ne? Mhm. Ey, Manu, guck mal, ich hab voll den krassen Eldrazi auf der Hand. Den Bezwinger der Heere, Junge. Das Ding hat 10-8, Alter. Bam. Der haut einmal drauf, ist alles weg. Aber der andere, der spielt gar nichts gerade, ne? Der links? Ja, der links spielt gar nichts. Ja, Mana. Ja. Bräuchte ich mal. Der andere spielt ein weiß-blaues Deck. Genauso wie ich. Ich hasse weiß-blau. Die sind so, wir haben alles fliegend. Voll nervig. Na, wer von euch will noch was spielen? Ach, was ich doch mal dazu entschieden, was zu spielen. Ey! Boah, Alter. Ich hoffe, sag. Schon wieder so ein Kackding. Okay, Mana, wir brauchen die Lüfter heute. Ich brauche Mana. Das geht auch. Weil das bringt mir mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Mana. Das ist scheiße. Nehme ich das hier. Boah, Alter, das ist der Shit. Ich ziehe keinen Mana. Was ist denn los? Das nervt mich. Also, Manu, du magst es, ne? Weil ich mach das nicht. Ich warte nur darauf, dass er wieder einen Planeswalker spielt. du kannst jetzt die Fliegenden blocken, ne? Mit deinem krassen Falken. Ja. Naja, die wären tot. Ach, fick dich doch, ey. Alter, was... Der Zahnsammler. Bleh. Na, lecker. Manu hat gerade Trouble. Muss ich mir mal die Minute aufschreiben hier. Sonst kriege ich Stress. Wieso? Ah ja, weil ich das ja rauscutte. Soll ich irgendwas machen? Nee, weil dein Rabchen tot wäre. Das wollen wir nicht. Wie hast du das gerade genannt? Rabchen. Aha. Das ist von Rabe, die niedliche Form, weißt du? Ah, ja. Boah, ich zieh einen Mana, ich kann's kaum glauben. So. Boah, Manu, du hast gerade richtig hart ins Mikro geschnauft. Das hat man so richtig schön gehört. Ja. Ich wollte eigentlich gerade was spielen. Ja. Den Frostlux. Ja. Und jetzt? Ich würde sagen, du...
Ist eigentlich egal, weil wir eh nicht angreifen werden. Ja, der hätte ich wahrscheinlich auch getippt. Ja. Ich schwitze immer noch. Manu, das sieht irgendwie nicht gut aus gerade. Irgendwie musst du mal deine fliegenden Kreaturen raushauen. Ich habe sowieso nichts Fliegendes in meinem Deck. Weil ich brauche das nicht. Das ist eine Scheiße, ja. Ach, Nick. Ja. Weil die gehen uns gerade nur mit den fliegenden Scheißviechern auf den Sack. Ich spiel mein Planeswalker-Deck nochmal. Ja, das ist voll gut eigentlich. Alter, wie oft hat er die Scheißkarte mit dem Deck? Also, wenn das er jetzt nochmal spielt, dann cheatet er. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich könnte jetzt einen Planeswalker spielen, oder? Aber den können wir nicht verteidigen. Tipp mal eine fliegende, bitte. Welche? Irgendeine, ist doch scheißegal, Mann. Ich überlege, ob ich meinen Planeswalker spiele. Der könnte uns einiges ersparen hier. Ah, nee, ich hol mir erstmal Mana. Und zwar zwei. Du weißt schon, dass du noch eins auf der Hand hast, ne? Ja, das, ich habe schon eins gespielt im Zug. Achso. Sonst hätte ich das schon gespielt. Hab ich nicht drauf geachtet. Könnte ich im nächsten Zug vielleicht meinen Koloss spielen? Der ist ganz geil. Und die Karte ist mega scheiße. Ey Manu, ich sehe gerade, du kannst ja im nächsten Zug deinen... Alter! Komm mal auf dein Leben klar. Manu, blockst du bitte eine Fliegende mit deinem Falken. Mit deinen Luchsen könntest du noch die 2-2er Boden blocken. Ich kann nicht wirklich viel machen. Ich habe nur so schwache Scheißviecher. Den Planeswalker möchte ich nicht opfern. Alter. Also, ich sag jetzt schon mal, du spielst das Planeswalker-Deck nicht noch einmal. Also, an mir liegt's gerade doch... Also, echt nicht, ja? Also, ich darf wohl bitten. Bitte was? An wen liegt es gerade nicht? Ja, an der dir. Der Gegner ist einfach gerade verdammt gut. Ah ja. Ah, ich weiß ja nicht, aber ich habe wenigstens wieder eine Karte da, die was kann. Ich habe einen Planeswalker auf dem Feld, ja, also bleiben wir ganz locker. Wow. Erstmal fesseln. Nein, bitte nicht! Fuck you! So, und jetzt kommt, Alter, Junge, pass mal auf, Alter. Jetzt kommt der Bezwinger der Heere, Alter. Bam! Geil. Okay, da kann zwar aktuell nichts, weil ich nicht angreifen darf, aber im nächsten Zug gibt's Dresche. Ja, wenn's noch einen nächsten Zug gibt. Manu, der wird jetzt wahrscheinlich meinen Planeswalker töten. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Du hast ne... Sela, das gibt alles klar. Das ist alles gelaufen. Guck mal an, was sie alles hat. Nick, denk dran. Ich hab ja die Fesseln. Ah ja, stimmt ja. Das bringt ja nichts, wenn der Brunner auch noch spielt, ne? Dann haben wir ein Problem. Also Brunner ist die zweite Karte. Wenn du dir die mal anschaust, die Sela, dann ist da rechts so ein Pfeil-Pfeil-Symbol. Da drehst du die um. Und das kommt dann dabei raus. Die Karte wird jetzt erst einmal gefesselt. Ja, okay. Manu, du kannst eine Fliegende töten, weil deine Kreatur Erstschlag hat. Also der Planeswalker ist eh tot. Das war aber klar. Nick, jetzt geht's rapide ab mit uns an. Ja, warte mal ab.
Das ist gut, Mono, dass du das tust. Und jetzt mache ich mal den zweiten Planeswalker. Nahiri! Nahiri, Junge! Die kann so einiges. Ich ziehe eine Karte. Schmeiß mal weg, das Kackding hier. Dann spielen wir noch das Ding. So. Jetzt pass mal auf, Manu. Wenn der angreift, dann müssen alle Kreaturen blocken. Die blocken können. Das heißt... Manu, magst du es bitte nicht? Aha. Weil der ist zum Blocken ganz gut. Also die müssen jetzt alle blocken. Das ist mega geil. Der würde jetzt eh wieder auf den Planeswalker gehen. Weil, wenn du dir mal anguckst, was die so alles kann, dann... Ui. Aha. Razzi. Hat ihm anscheinend nicht gefallen, dass ich seine Karte ein bisschen gefesselt habe, oder? Ja, hat er sie gleich geopfert, ey. Ist klar. Ah ja, vielleicht. Oh, der hat Bedrohlichkeit, ne? Bedrohlichkeit ist nicht schön. Mach mal eine Fliegende kaputt. Und ich bring den hier ins Grab. Dann überlebt der Planeswalker ja sogar. Wahnsinn. So, ich glaube, jetzt dreht sich das Blatt, Manu. Weil jetzt kommt der nächste Planeswalker. So, was kann denn die? Also, du, mein Freund, machst einen Abgang. Dann spielen wir noch das. Und jetzt geht's wieder aufs Maul vom Bezwinger der Heere, Junge. Das sieht doch ganz gut aus jetzt gerade, oder? Zwei Planeswalker. Ja, aber wir haben nur noch 7 Lebenspunkte. Das stimmt, wenn er jetzt irgendwas spielt, was auf Lebenspunkte geht, dann haben wir ein Problem. Ach, sowas nicht. Also die Fliegende magst du platt. Alles, was am Boden ist, mache ich platt. Ja, easy. Ja, easy. Jetzt ist vorbei. Was kann denn das hier? Oh, Trampelschaden kann ich meinen Kreaturen geben. Geil. Bist du ein Arsch, Alter. Hab nur solche Karten im Deck. Immer irgendwas tappen. Auf Wiedersehen. Alles versucht. Alles macht Trampelschaden, das ist natürlich extra schön. Ach, der hat nichts Fliegendes mehr, ne? Nö.
Oh, warte mal, wie viele Lebenspunkte haben wir noch? 7. Ich halte das mal so zurück, ja. Weil wenn der noch irgendwas hat, dann haben wir ein Problem. So, ihr zwei blockt mich jetzt. Ich liebe den Bezwinger der Heere, Junge. Ach komm, das hat doch eher alles Trampelschaden hier. Was ist das? Oh. Ah ja. Oh, das macht mir nichts. Können wir verkraften, ne? Das ist mir scheißegal. Guck mal, was ich auf der Hand habe, Manu. Den fucking Zwilling der Verwüstung. Was denn den jetzt hergezaubert? Ja, den habe ich gerade gezogen. Aber ich habe nicht das Mana. Der kostet 10, Alter. 10 Mana. Ja, steht ein Mana fehlt. Ja. Wenn ich das natürlich ziehe, ist geil. Weil wenn ich den rufe, dann kommt gleich noch einer. Sind auch Zwillinge. Ja, stimmt. Ach, als ob du angreifst, ey. Du hast ja viel zu viel Schiss. Ja, jetzt ist der Wille gebrochen. Ich merk schon. So. Was versteige ich denn? Mein Bezwinger der Heere, Junge. Was denn der? Da ganz links, das ist das Ding da, was nur noch 2,8 hat. Aber das Problem ist halt, wenn ich angreife, dann blocken alle Kreaturen den auf einen Schlag. Das heißt, alles andere geht einfach durch wie Butter. Das ist halt ziemlich geil. So, was habe ich denn hier? Schmeißen wir mal die Scheiße hier weg. Ja, in der Hoffnung, dass ich Mana ziehe. Oh, Mann. Oha. Das sah schon scheiße für uns aus und da haben wir es nochmal gedreht, Alter. Ja, du verreckst erstmal. So, freie Bahn. Gib ihm. Ach ja. Manu, so muss ein Duell aussehen. Erst im Rückstand und dann... Ah. Liebe ich sowas. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.